Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute gibt es wieder ein richtig tolles Familienrezept, denn wir machen ganz, ganz leckere Chicken Fingers. Das Tolle, wenn ihr die selber zubereitet, ist einfach nur, dass ihr ganz genau wisst, was drin steckt, nämlich das, was ihr gekauft habt. Und gerade Menschen, die an Unverträglichkeiten leiden, wie zum Beispiel die, die kein Gluten vertragen, die kennen das ja, denke ich, auch häufiger. Da gibt es einfach nicht so eine riesen Auswahl an Fertigprodukten, beziehungsweise nicht jedes Geschäft bietet da auch eine Reihe von an. Große Märkte bieten da schon relativ viel an, aber gerade da kann man dann quasi einfach die Panade glutenfrei machen und umgeht dann quasi auch alle Sorgen. Und damit wir ja gar nicht lange um den heißen Brei reden, das Rezept geht eigentlich super simpel, super einfach. Es braucht nur ein bisschen Einwirkzeit und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die wenigen Zutaten. Für unsere Chicken Fingers benötigen wir hier Hähnchen-Innenbrustfilets. Das waren bei mir 2 Päckchen. Das waren in etwa so 750 Gramm. Dann habe ich hier schon mal in der Schüssel 3 Eier und 2 Teelöffel Brathähnchengewürz. Das kann aber auch einfach ausgetauscht werden mit dem, was ihr mögt an Gewürzen. Außerdem benötigen wir noch für die Panade insgesamt 175 Gramm. Da habe ich jetzt Hälfte-Hälfte gemacht, also Hälfte Cornflakes ungesüßt und Hälfte Chips. Als erstes verquirlen wir jetzt nämlich die Eier. Die Gewürze habe ich da ja schon drin. Wer da kein Brathähnchengewürz hat, kann auch Pommesgewürz nehmen oder würzt das Ganze einfach selbst, so wie er mag, mit Salz, Pfeffer und anderen Gewürzen. Dann geben wir jetzt einfach unsere Hähnchen-Innenfilets in die Würzmischung. Ich rühre das Ganze mit dem Mix und Scraper einmal richtig schön durch, damit das auch alles schön verteilt ist. Gib den Deckel von der Nixe drauf und lass das Ganze im Kühlschrank für mindestens eine Stunde schön einziehen. Dann heizen wir den Backofen jetzt schon mal auf 220 Grad vor und ihr sucht euch jetzt einfach nur eine Form aus, entweder den James oder die White Lady, irgendwas, was so einen kleinen Rand hat. Das eignet sich dann natürlich super und dann fetten wir die schon mal ein. Dann nehmen wir jetzt nun unsere einmarinierten Hähnchenfilets raus und wenden die jetzt von beiden Seiten in der Panade und dann gibt ihr sie einfach direkt auf den James oder die White Lady. Und jetzt wandert das Ganze in den vorgeheizten Backofen für etwa 20 bis 25 Minuten. Schaut einfach, dass euch die Farbe gefällt. Also ich muss wirklich sagen, das Rezept ist absolut mega. Ihr habt so super schöne, knusprige Chicken Fingers und das ohne Anbraten in der Pfanne, ohne Fettspritzer und sowas. Einfach in den Backofen rein, rausholen und alle sind happy. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich verlinke euch das wie immer unten in der Infobox auf meinem Blog und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!